Nein, noch nicht töten, Leute. Wir sind noch nicht da. Du kommst von der anderen Seite. Ich hab mir gedacht, das ist näher dran, ey. Nein, mach das nicht, Leute. Mach das nicht. So. Ist gerade gespawnt. Das ist sogar der immer voll einfach, voll schnell kaputt geht. Na. Mein Gott, der ist schon fast tot. Schon die Hälfte verloren. Mein Gott, ey. Mein Gott, ey. Ich bin beeindruckt. Schabas Knochenfragment. Was ist das denn? Trophäe, kosmetisch. Benutze diesen Gegenstand, um neues kosmetisches Aussehen vorher Reittier hinzuzufügen. Nice. Kann ich mir jetzt den seinen Kopf hier reinpacken? Okay, entschuldige, was? Warum ist das Ding so viel stärker? Na, ich habe mal ein besseres Amulett bekommen. Oder? Nee, das hatte ich schon. Na, Intelligenz, was soll ich damit? Soll ich halt anziehen, Junge. So, ich habe mal wieder einen Stärke 2 an Streitkolben bekommen. Plus 92 Stärke, was? Diesen Aspekt habe ich sogar. Oh, jetzt noch eine Truhe. Mein Gott. Ich war ja nicht eingesammelt. Okay, cool. Ja, ich glaube, der will ich ausrüsten. Es war kein Längen, es war kein einzigartiges, aber zwei leere Sockel plus 92 Stärke. Plus 163 Schaden. Ich muss auch ein paar Sachen ausrüsten. Ja, so also viel dazu zu meinen einzigartigen Dingen. Oh, was hatte ich da drin? Oh, Sekunden Feuer. Ach, da ist der. Ja, ich hoffe, ich habe das noch irgendwo. Hier in dem Kapuf. Ich hoffe, ich habe noch diese Explosion, diese Feuerexplosion Dingens. Nein. Ganz ehrlich, das ist auch eines von den Sachen, die ich noch, glaube ich, entfernen könnte. Das einzige, was ich hier nur so brauche in meinen legendären Sachen, ist diese Ramme hier, wo die Gegner explodieren. Das ist so der MVP in Mindset. Total, gefällt mir. Und ich jetzt vorher da drinne. Ich glaube nicht, dass ich dir noch mal ab Feuerschaden in der Nähe. Da muss ich den wohl rausnehmen. Ich habe keinen davon mehr. Nein. Außer der ist nicht eingeprägt. Ah, der ist auch gar nicht eingeprägt, ja. Nehme ich den ja. Mehr Schaden pro Wutpunkt, bei denen ihr verfügt. Allerdings verliert ihr jede Sekunde 2 Wut. Was? Verliert jede Sekunde 2 Punkte Wut? Was ist das denn? Ja, das hattest du schon mal vorgelesen, die Fähigkeit, glaube ich. Boah. Aber ich muss da so wütend wie möglich sein. Ich glaube, den rüste ich aber aus. So, dann machen wir folgendermaßen. Ich nehme das Schwert raus. Ich soll das erstmal zweimal hochleveln, um zu gucken, wie stark das ist. Ich nehme an, das wird stärker sein. Ja. Mal zweimal hochleveln, ne? Ist das stärker?
Macht exakt gleich viel Schaden. Boah. Okay. Schauen gegen Gegner in der Nähe, Primärsource, bla 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 bla. So, egal. Gut, dann packen wir hier rein. Ne? Dann gucken wir mal, ob wir das noch ein bisschen ausbauen können. Dann muss ich mal einen Ansturm in die Axt reinpacken. Plus 92 Stärke, ey. 854 Stärke. Ich glaube, das ist gut. Ja, gefällt mir. Da werden einige meiner Knoten bestimmt aktiviert, bitte. Das hört sich irgendwie unanständig an. Was? So, das hier. So, das hätten wir erledigt. Jetzt kommt noch das. Den hier, ne? Ja. So. 20.000 Schaden durch die Explosion. Was? Okay, das ist schon ein bisschen krass, ja. Raufner Knochenbrecher. Na, jetzt muss ich wieder die Edelsteine entfernen, ey. Wird ja nervig gemacht, ne? Ja. Edelsteine, die das anfangen. Seht sie euch an. Na, macht das Spaß. Leute, die sich die Videos angucken. Wie wir hier sehen, wie wir hier sitzen und unsere Builds machen. So. Wir haben keine andere Wahl. Okay, meine Ramme ist jetzt doppelt so stark. Oh, die Gegner tun jetzt ja, noch heftiger zu dir. Sir, ich glaube, sie sind vor Macht verrückt geworden. Vorher war das 9500 Schaden, wenn ich die nach 2 Sekunden töte. Also die explodieren und dann machen die 9500 Schaden. Jetzt sind es 20.962 Schaden. Also, das ist ein bisschen gestört gerade. Alles klar, du hast den Verstand verloren, ich sehe ihn. Alter. So. Noch den hier reinpacken. Jetzt kann ich meinen. Warte mal, kann ich da noch einen Sockel reinpacken? Nein, schade. So, dann habe ich meinen. Das wievielte einzigartige Gegenstand ist das jetzt? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Mit 7 einzigartige Klammern. Ich habe nur 6. Damit würde ich mal gerne in Albtraum Dungeon rein. So. Jetzt mach ich mal den Ring da reingepackt, den einzigartigen Ring, der meine Fähigkeit von alleine triggert. Okay. Guck mal. So, eine Sekunde. Ich muss interessant noch. Ist der Ring, der gibt auch noch Ränge. Also für meine Leichenfähigkeit. Er gibt Fähigkeitspunkte, sozusagen. So, ich muss hier noch mal kurz meine Sachen recyceln. Wenn das Amulett ein paar bessere Werte hätte, dann würde ich das ausrüsten. Damit, wenn ihr verletzt werdet, werden die unter den Einfluss von Kontrollflossen wahrscheinlich, weil der unaufhaltsam. So, ich muss mal meine einzigartigen Gegenstände hier in eine Truhe packen oder so. Dann gucke ich mir mal in Ruhe an irgendwie. Ich glaube, die Stiefel sind eigentlich auch gut, aber boah. So. Brauche ich das noch? Nein. Hoffentlich bringt es das auch. Die Schmiede ist heiß, falls na, ich bin gleich fertig. Ne, ja, ist eigentlich auch gut, aber. Hm. Warten wir erstmal. Oh, da kann ich entfernen. Geh mal her.
So, jetzt mache ich leider kein Feuer mehr um mich herum. Schade. Aber dafür ist meine Ramme doppelt so stark. Ja, alles klar. Ich glaube, das ist ein bisschen krasser. So, all die guten Sachen, die ich habe, die müssen alle in meinen Waffen reingepackt werden. Ey. Aber ich habe nur 4 Waffen. Ich kann. I can't hold all these weapons. Meinst du Aspekte? Ja, die ganzen Aspekte, die ganzen coolen Sachen sind alles in den Waffen drin. Ne? Ja, klar. Aber ich habe schon 2 einzigartige Waffen hier ausgerüstet. Ich habe noch Platz für 2. Nicht, ne? Ja. Ich müsste 5 Waffen tragen können. Oh. Ich habe übrigens all meine Resistenzen sind jetzt übrigens auf 70. Ja, das hätten wir schon gehabt. Dann. Ja, bis auf Giftwiderstand. Ja. Also Gift ist immer noch mein Kryptonit, ne? So. Ja, erst einmal mal in eine Albtraum Dungeon reingehen. Nur als Abwechslung. Ja. Ich werde jetzt nicht nochmal hier ein Part machen, wo wir hier die ganze Zeit gegen die Bosse kämpfen. So. Ach ne, ich muss mein Schwert hochgehen. Nein. Immer gar nicht. So, boom. Boom, alles klar. Jetzt habe ich noch ein Ding voll abgegradet. Schaden gegen Gegner in der Nähe, Schaden mit beidhändigen Waffen. Jetzt ist der Daniel Imbar. Ja. So, wir waren bei 54, glaube ich, letztens, ne? Haben wir geschafft. Ja. 55? Ja. Okay, was haben wir denn hier? Blutblase, treibender Schatten. Also die negativen Sachen, ne? Ja, uns, klar. Monster widerstehen, Blutungen, Widerstandsbrecher, schnelle Monsterangriffe. Ich hätte nicht gedacht, dass Blutblase irgendwas Gutes ist, aber okay. Nehmen wir mal das hier. PS5 habe ich hier ein bisschen Platz geschaffen. Ich habe meine PlayStation 2 mal da weggepackt. Okay. Boah, du willst nicht sehen, wie mein Schreibtisch aussieht. Ich habe all meine Konsolen. Ich habe mal irgendwann all meine Konsolen rausgegraben und so nebeneinander gestellt. Ich gucke, also vor mir ist mein Bildschirm, mein PC-Bildschirm. Auf links, wenn ich nach links gucke, ist meine PS2, 3, 4 und 5 so direkt nebeneinander. Sehr gut. Und dann da oben gestapelt ist noch meine Wii. Und auf der rechten Seite von meinem Bildschirm ist meine Switch. Das sind 5 eigentlich hingelegt oder hingestellt? Die stehen eigentlich. Stehen alle bei mir hier. Die kannst du ja hinlegen und hinstellen. Ja, ja. Ich habe ihn gestellt. Lesen im Internet, wenn du die hinstellst, dass die kaputt geht. Alles klar. Stand da. Ich weiß nicht, ob das noch stimmt, ganz ehrlich. Ich habe nur gemerkt, aber das liegt wahrscheinlich daran, weil da irgendwie nicht genug Luft dran kommt oder so. Aber die ist ein bisschen gelblich geworden so schnell, weil ja weiß ist. Meine Xbox ist auch weiß. Na, die kurz, was haben wir denn hier? Blut, ja. Schneller an. Habe ich irgendwelche Tränke? Ich tue einfach irgendwas hier. Dämonenschlachten. So, jetzt habe ich wieder einen Platz frei für meine Tränke. So langsam wird das hier leer mit den Tränken. Dann kann ich dann nur noch Tränke einsetzen, die ich auch haben will. So, können wir. Ja, ich bin dabei. Guck mal. Müssen wir mal leveln. Ja, wieder jetzt mit dem Ring da, okay. Okay, was zum. Machen wir das? Mit den Blitzen? Was denn? Hast du die Blitze da gerade gesehen? Warte, ich kann sein, ja. Ne, wir hatten nur Schadensreduktion, ja. Dann war das wahrscheinlich ein Gegner. Er kommt direkt auf mich zu. Weil jetzt tut ja random die Fähigkeiten triggern. Was? Ja, du merkst das hier nicht, aber der Typ hier von alleine, das ist ein bisschen merkwürdig. Kleine Fee. Oh, wer ist er denn? Ja, alle 2 Sekunden jetzt, ne? Ja, ja, klar. Ah, ah! Alter, er hat die Feier gekillt.
Kriegst ja. Oh, wieso? Das ist ein Robot. Mein Gott. Natürlich ist er Gift. Meine einzige Schwäche. Wow. Ich muss warten. Dürfen wir jetzt gar nichts mehr drücken. Er aktiviert jetzt alles von alleine. Alter. Bringt das denn dann? Hm, was? Bringst das auch für dich? Ja, das ist ein bisschen verwirrend noch, weil es ist ein bisschen verwirrend, ja, aber ja, da habe ich auch in einem Video gesehen, irgendwie, weiß nicht, das Gameplay ist dann ein bisschen automatisiert praktisch. Ja, ist klar. Alter, wann bin ich denn geschwungen? Blase. Gabot geht kaputt. Aua. Ich muss warten. Aua. Er hat mich beinahe gekillt, ey. Fucking hell. Hey, nicht einnicken. What? So, ja, warum haben die eine Schilde hier? Stärkt, ne, gestählt oder so. Ja. Keine Ahnung. Oder? Ja, keine Ahnung. Da steht jedenfalls nichts. Angezogen, ey. Jo, wer seid ihr denn? Oh, so. Irgendwo habe ich doch hier einen. Ja, hier ist ein Boss irgendwo. Hier war genug Leute. Jetzt wird man die Anzahl meiner Truppen gar nicht mehr runtergehen, ey, weil der stimmt von alleine wieder, während sobald eine Leiche auftaucht. Na, ist doch gut. Und der tut die ganze Zeit alles andere auch triggern. Hat er zwei von diesen Ringen ausgerüstet? Ich habe einen ausgerüstet von denen. Der andere macht was anderes. Wo du gesagt hast. Der andere Ring, den ich habe, den haben wir von der Eisfest gekriegt. Der hat irgendwie eine 10%ige Chance, dass meine Soldaten einen Schlag mit 20.000 Schaden machen. So, der ist ein bisschen nerviger gerade. Der ist ein Boss, der hat einen Fehler. Und Feuer. Und ein Schlüssel. Au! Verwirrt haben. Lass mich den stechen. Nein. Ich muss mich dann hochhalten. Ich brauche jemanden zum Stechen. Der hat irgendwie eine 10%ige Chance, dass meine Soldaten gestärkt sind und dann irgendwie Gegner explodieren lassen mit einem Schaden von 20.000. Das ist ein bisschen krass. Das ist genau wie meine Ramme, ihr macht auch 20.000. Ja, du hast nur eine 10%ige Chance, dass das passiert halt, ne? Und du hattest irgendwie bei jedem Angriff von meinen Soldaten. Oh Gott. Ah. Oh, der hier Stücke. Wir sind der Balrog. Der Balrog. Okay. Wer ist jetzt noch? Easy, finde ich.
Hin und wieder ein paar kleine Probleme, fast gestorben, aber sonst. Ich schon, ja, ein paar Mal wäre ich schon fast gestorben, aber nur fast, ey. Hätte nur so ein kleiner Schubser gefehlt, dann wäre ich tot gewesen. Ja, der tut das Wort, würde ich automatisieren, das Gameplay. Ich muss so gut wie gar nichts mehr machen. Muss nur da stehen und gut aussehen. Oh, da ist noch ein Boss, sehe ich gerade. Komm her, Stück. Ja, wir müssen wieder Animus sammeln. Buh. Ah, ah. Oh Mann. Bitte nicht einsperren, Leute. Bitte nicht einsperren. Ich bin verfehlt. Weg. Ja, der ist tot. Okay. Er hatte keine Chance. Gegen. Oh Gott, ich bin am Mitte. Der Falle zu sein, der komische Brunnen da. Ey. Alle sind schon zusammengezogen. Oh, oh Gott, oh Gott. Das hätte mich beinahe gekillt. Oh, oh, oh. War keine Falle. Okay. Das sah mir so aus nach einer Falle, keine Ahnung. Oh Mann. Oh Mann. Tagebuchseite. Ja. Aus unserem Heim. Oh Gott, oh Gott. Einige weinten vor Freude darüber, dass ihre Gebete zum Licht geantwortet wurden. Doch ich sehe kein Licht. Oh nein, ein Vernichter. Ich habe ihn vernichtet. Oh Mann. War er schon wieder heiß? Ich bin eingefroren. Oh, der hat mich unter alle eingefroren. Uah. Bob. Ich glaube mal ein bisschen voraus. Die sind drei Bosse, was? Kommt her, ihr Stücke. Blitz, Daniel, ich bin Blitz. Ja, komm hier hin, hier sind drei Bosse. Oh. Da, jetzt sind sie weg. Noch mal drei Bosse gerade. Ich hab's gesehen, da ist noch nur. Ich hab keine Reaktion. Muss ich doch reingehen als Blitz. Ich hab den durch die Tür erwischt mit dem Blitzscheiß, ey. Ah. Ja. Yeah. Ich. Alles wird hier getriggert, sobald ich in der Nähe von Leichen bin, ey, meine. Beim Feuer spucken, weil er sich aufgelöst. Ah, da wollte er uns ranziehen. Du Stück. Kommt schon so auf dich los, keine Sorge. Ja, pack sie in meine Drehung rein. Ein bisschen stark, Daniel. Ja. Sag dir, bevor er gleich drauf geht, ich wäre schon ein paar Mal nicht mal drauf gegangen, ey.
Ach was. Blutblase. Autsch, das hat weh getan. Nein, komm doch mit. Du Stück. Hab ich da geschubst. Kommst gefälligst mit mir. Der Truhe war keine Falle. Kommt immer fix. Was? Was ist ein Gallier? Ja, Schwarzenegger Rex. Ja, Daniel. Ja. Keine Angst, das ist nicht rassistisch. Das ist aus Asterix und Obelix. Mission Cleopatra. Nein, nicht explodieren. Nicht explodieren. Nein, ich explodiere. Der erste Film irgendwie eine originale Story ist von Asterix und Obelix, der echte. Aber der zweite ist irgendwie, den gibt es auch als Cartoon, Zeichentrickfilm. Noch meinst du den Real Life ersten Film? Ja, genau, der ist irgendwie eine eigene Geschichte. Während ja, ich glaube ja. Zweite irgendwie Ähnlichkeiten mit der Mission Cleopatra, der Zeichentrick hier. Ja, ja. Wobei der ist nicht exakt dieselbe Story, ganz ehrlich. Oh, ich meine, Robis kommt gar nicht. In dem Cartoon. Oh, ist das wieder eine Version von Ifrit oder so? Weiß ich nicht. Oh, ein Stück. Ja, okay. Wieder von der Version von Bestie des Landes oder Eises oder so. Ja, ja. Geisel des Landes, Bestie des Eises. Ja. Ja, das ist irgendwie so eine Version, der spuckt Feuer. Ja. Er hat auch eine Keule. Der ist nicht annähernd so stark irgendwie, ey. Weil der kein besonderes Movepad hat. Nee. Also hast du dem gerade so übelst viel Schaden gemacht? Kann sein. Ja, der ist nicht gleich tot, ne? Ich weiß nicht, ob du das warst oder ich, ey. Warst du das oder war ich das jetzt? So. Was habe ich denn auf? Den auf Level 21? Ja, ne. Okay. Da war ja relativ chillig. Wo ist denn das Event hier? Keine Ahnung. Oh, ich habe was für 58 gekriegt. Und für 55. Oh, danke. Man kann ja eins von denen aktivieren. Und ich habe, glaube ich, nichts bekommen, ja. Ich habe nur 55. Habe ich gerade eins für 34 bekommen? Was zum... Was? Wieso habe ich einen für 34 bekommen? Weil du bald so alt bist. Da du jetzt der Ältere von uns beiden bist, dann musst du mit gutem Beispiel vorangehen. Ja, das ist klar. Ich würde es gar nicht hinterfragen, dass du immer älter bist. Aber egal, ne? Egal, wann du Geburtstag hast, ey. Du wirst immer vor mir sterben. Geh zur Schule, ess dein Gemüse. Ja, ess dein Gemüse, das mag ich sogar. Ess deine Zähne. Ich will aber nicht nochmal zur Schule gehen. Ich glaube nicht, dass das dann noch besser werden. Ich habe meine Bestes gegeben in der Schulzeit. Ja, kann ich bestätigen. Ich Daniel, der kennt meine Schullaufbahn gar nicht, ey. Weißt nur, wie ich in der Berufsschule war, Daniel. Ja. Aber ja, zu Schulzeiten war ich viel besser. Jedenfalls schlafen angeht, habe ich nie geschlafen. Bei mir war halt genau umgekehrt, ey. Also leistungsmäßig war ich nicht besser, aber ich habe nie irgendwie eingeschlafen. Weil damals ich noch früh ins Bett gegangen bin. So, aktivieren wir mal was.
57, ah, okay, 58, ja, ich habe mich schon gefragt, worauf warten wir hier gerade? weiß nicht, 55 oder 58, Daniel, was willst du? Machen wir noch einen 55er? Meistens 58, so die Effekte und so. Also, ich wollte gerade sagen, was fragst du mich da? Verstärkte Elite-Gegner, Schocklanze, also da sind diese komischen kleinen Blitzkugeln, die so ein Blitzfeld erschaffen. Also, Monster-Schattenschaden über Zeit. Monster Lebensdiebstahl, ich nehme an, die klauen uns Leben, wenn die uns angreifen. Unaufhaltsame Monster. Oh, können wir mal versuchen, ne? Und wir haben verkürzte, als Bonus kriegen wir verkürzte Abklingzeiten, wenn wir töten. Okay. Also unsere Fähigkeiten haben dann einen Cooldown. Ja, mach mal euch. Ich fand das relativ easy gerade, also. Okay, der Daniel wird wieder ein bisschen übermütig. Okay. Ja, wir sind nicht gestorben, also. Monsterstufe 112, alles klar. Ja, ja. Ich wäre nur ein paar Mal drauf gegangen. Muss ich aber auch sagen, meine Verteidigung ist. Ich habe nicht so hohe Widerstände. Ja, wir sind ja auch gar nicht drauf gegangen, also. Ja, aber ich wäre beinahe ein paar Mal drauf gegangen. Ich stand so kurz davor. Hätte ich da noch ein bisschen länger gestanden. Na, jetzt steht da auch ein Nerishana über Profil. War das schon immer so? Wenn man ihn hier da gesehen hat. Also nicht, was du jetzt meinst. Über Profil. Da steht jetzt unter meinem Namen Nerishana. Stand schon immer noch? Also ich glaube, das stand schon vorher da. Daniel. Ja. Okay. Ich kann mich aber auch irren. Ich bin. Ich merke gerade, mein Streitkolben ist gar nicht hochgelevelt. Ich hatte nämlich schon wieder, als ich das Spiel gestartet habe, schon wieder ein Update, obwohl ich erst am Mittwoch ein Update. Warum sind hier bei Xbox lauter Updates die ganze Zeit bei dem Spiel? Ja, bei mir auch irgendwie vor ein paar Tagen Update. Ja, heute hatte ich wieder ein Update. Ja, was zum Teufel? Das war nicht so groß, das war irgendwas Kleines. Also. Einer verlassener Tunnel. Sind dann immer noch die ganzen alten Sachen, ey. Mein Gott. Irgendwie nichts mehr Neues, ich weiß nicht wieso, ey. Ja, man, das hat irgendwas mit Saison oder so zu tun. Da kriegen ja gar nichts Neues. Ich weiß nicht, aber wir können ja die Dungeons machen, ne? Ja. War dann voll easy. Komm da ja, Leute. Ja, da sind die blöden Schocklanzen. Der geht, ja. Aber ein Paragon Turm. Aua. Kann ich näher ran, ey? Du bist ja schon vorbeigeprägt. Ich stehe hier die ganze Zeit Schocklanzen in diesem Kack da. Aua. Daniel. Schockender Arachnid-Horror, was? Jemand hat gibt. Ich hab schon viele Tränke verballert, ey. Meine Güte, weil ich die ganze Zeit in bösen okay, ich glaube, die sind alle tot. Ja, ja. Ja, ich nehme an, das Gift hat mich schon wieder fertig gemacht. Ich wollte nicht näher ran, ey. Ich wollte von den ganzen Schockpflanzen da umzingelt, ey. Ja. Ich glaube, soll ich auch mal ein bisschen. Ja, blöd ist, du hinterlässt diese Grütze, ich hinterlasse so Blutgrützen. Da fällt mir das Gift gar nicht mehr so auf, ey. Ja, ist der Nachteil, ne? Spring einfach darüber. Okay, dann halte ich ein bisschen Abstand, wenn ich nicht die ganze Zeit weg. Hat irgendeiner von uns beiden wieder einen harten Angriff gemacht, weil alle auf einmal gestorben. Ja, wahrscheinlich meine Ramme, ne? Oder meine Skelette, ey. Ja. Weiß ich, wenn du deine Ramme eingesetzt hast, dann warst du das. Ey. Oh Gott! Dieses Gift! Geh weg, ihr blöden Viecher! Das wäre dieses Gut, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt immer eine maximale Anzahl von Trupplern. Der mitten im Kampf tut er irgendwelche Wiederbilder. Warum ist der lila? Ah. Ich nehme an, Gold. Sehr viel Gold. Wir gehen mal zurück. Wir gehen mal zurück. Aua, 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 aua. Da war so ein lila eines Zeichens. Ist einzigartiges Teil, das seine Widerstände erhöht, ne? Ja. Hey, Gott, ey. Gold, Schatzgoblin, Daniel. Ja, super. Oh, hier. Komm her, du Stück.
Ja, diese blöde Schatten, die macht mir übelst viel Schaden, ey. Und mir macht das Gift hier die ganze Zeit Schaden. Aua! Ich glaube, der Goblin, was, wieso ist der jetzt hier, was? Ist das ein anderer? Der hat sich gerade ein Portal geöffnet? Ja. Ich glaube, der ist da gerade rausgekommen. Ich schnapp mir den, keine Sorge. Aua, aua, aua. Wenn mir da lege ich, glaube ich. Weiß ich nicht. Alter. Ja, regt euch doch mal ab, Leute. Ja, aber nichts hinterlassen hier. Na, diese... mal einplagen, Daniel. Alter, wie viel Gold? Alter! What the fuck? Wie viele Zahlen? Ich glaube, das Spiel ist überfordert gleich. Was? Hier liegt was wieder? Ja, jetzt wie. Das war ja bei dem Turm, ja. Der lilaner Stern ist da. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß nicht, was das ist. Hab ich. Bevor ich den aktiviert habe. Deswegen habe ich den aktiviert, ne? Weil ich gedacht habe, oh. Irgendwas Besonderes oder so. Mein Gott, du. Ich kann dir schon mal sagen, Daniel, wenn ich jetzt nicht diese zwei Ringe gehabt hätte, hätte ich das. Ich nehme immer Giftschaden, ne? Das... Ja, Daniel, ich nehme natürlich auch eine Menge Schaden. Dann ich halt nur nicht so mit, weil ich die Gegner aus der Distanz angreife. Also ich muss nicht so nah an die ran. Mein gesamter Lebensbalken ist grün, ey. Gift werde ich auch sofort gekillt, ganz ehrlich, ey. Ich halte das auch nicht. Ich habe da. Alter. Ich habe einen geringeren Widerstand als du, ey. Na, guck mal, hier, mein Gift geht jetzt die ganze Zeit runter, ja. Da geht die. Ja. Komm mal her, billig. Ja, ich kann doch nicht das jedes Mal ein Dings einsetzen, einen Tank dafür. Ja, aber du kannst doch nicht einfach tot um. Was ist denn das für eine Logik? Weißt du, was du da gerade sagst, dann könnte mein. Ja, wir waren doch gar keine Gegner. Du kannst mich doch sicher wieder beleben. Du im wirklichen Leben, Daniel, du hast ja das. Du bist vergiftet, du hast ja das Gegengift vor dir. Ach nee, ich hab gerade gegessen. Ja, ich respawn gleich. Dann hab ich wieder voll AP. Ach, meine Eltern kriegen einfach ein neues Leben. Und dieses Kind werde ich sein, auf irgendeinem Grund. Aua. Oh Gott, da kommen auch Gegner. Ich muss die ganze Zeit Tränke nehmen. Ich nehme hier sehr viel Schaden, ja. Bleibt mal alle da, Leute. Ja, ich sehe wirklich die Nützlichkeit von den ganzen Sachen, die ich jetzt habe. Das ist sehr interessant, ey. Das ist sehr praktisch. Ich muss mich einfach nur noch die anderen Fähigkeiten. Das muss ich nur noch um das Positioning hier kümmern. Ja, genau. Okay, den schmelzen wir dahin, Daniel, den schmelzen wir. Ja. Da war er weg. Ich hab zuerst gedacht, das ist der Endboss hier. Na los. Bottiche. Mehr habt ihr nicht drauf, Leute? Ein Wasser ist tot, der andere auch, sehr gut. Oh Mann, das ist. Mein gesamten AP ist schon wieder grün, ne? Oh, da ist gerade irgendwas Süßes gestorben. Ich glaube, eine Maus. Ja. Ich weiß nicht, wie die gestorben ist. Ob du die gekillt hast oder ob die in meine Giftgruppe da. Ich habe nur gerade eine Maus getötet. Ich habe mich gedreht und die war halt in meinem Weg. Also. Okay. Dann musste ich halt da. Aber schon wieder. Ah, Falle. Aua. Verpieselt euch. Ich muss jetzt einfach nur noch da reinballern, ey. Hey. Ich bin tot. Ich konnte mich nicht mehr retten, ey. Da war ich zu langsam. Ey. Schade. Ich gehe mal ein bisschen zurück. Ah, eine Wand. Eine Wand aufgestellt. Der hat eine zerfledderte Karte fallen gelassen, ey. Das ist wieder ein Tagebuch, ey. Oh, komm her, ein Stück. Schade, ich hab's nicht mehr rechtzeitig geschafft, den Kampf zu nehmen.
Na, kann der Blitz mal weg, danke. Ich bin jetzt einfach, sobald ich tot bin, der die Formation sofort. Ja, ich wollte eigentlich wegrennen, aber da haben sie mir eine blöde Wand vorgestellt. Ja, das war klar, ey. Okay, aua. Aua, okay, der macht mir viel zu viel Schaden. Ich muss hier weg. Oh Gott. Nein, da wollte ich nicht hin. Wollte ich da hinten springen. Ey, was geht denn hier ab? Ah. Diese blöden Blitzlanzen, ich muss mich immer weiter zurückziehen, weil die mir viel zu viel. Ich bin noch nicht bereit. Oh, ich bin eingefroren, das ist nicht. Okay. Oh. Okay. Warte mal hier. Talisman. Upf. Das nicht. Aha. Oh Gott. Immer weiter auf das Ding, immer weiter auf das Ding, damit es kaputt geht. Boah. Da ist er kaputt gegangen. Ich muss warten. Oh Gott, der hat mich. Der hat wieder hier Kamikaze-Boxen gemacht. Also, ah, ja, ich gehe mal ein bisschen zurück. Ich konnte auch nicht vor dem abhauen, ey. Der hat meine Tränke, der hat mehr Damage. Oh nein, er hat eine Wand aufgeschoben, mache ich. Der wollte mich schon wieder mit dem Angriff angreifen, der Pippa. Das ist diese Attacke, ey. Der schlägt ja ganz schnell aufeinander auf einen ein, wie bekloppt, ey. Ja. Oh ja. Leider. Boah. Wir sind hier oben los. Mein einsames Skelett kümmert sich um die Beine. Was für ein Trooper. Oh, ich level gleich auf. Oh Gott. Nein! Oh, wow. diese blöden Blitzlanzen. Ganz ehrlich. Wie viele davon sind, ey? Da sind über 6 Stück, ey. An einer Stelle. Ja. Da sind auch wieder hier welche. Kannst du bitte nicht spawnen? Da irgendein bestimmtes Viech die ganze Zeit spawnen? Ja, ja. Das sind Elite-Gegner, die das machen da. Aua. Aua. Da sind auch 5 Stück von den Dingern. Ja, Elite-Gegner machen das immer. So. Bei mir, die verschwinden jetzt gerade, die sind weg. Das sind die blöden Elite. Hast du den getötet? Ja. Okay. Oh Gott, oh Gott. Oh, oh mein Gott, ich habe schon wieder 0 HP und nur grüner HP. Okay, Alter, diese Blitzlassen machen mir viel zu viel Schaden, die töten mich. Aber oh. Das ist immer so komisch, weil links bei unserem Balken, da sieht das noch aus, als hätte ich voller AP, aber das ist, bei mir ist halt eine Mischung aus Gift und Blitzlanzen, ey. Die töten mich ja so schnell, dass ich an hier. Ich sehe noch aus, als hätte ich irgendwie voller AP auf den beiden Dingern, aber dann gucke ich da unten links. Ich weiß, was du meinst. Ich sehe das immer in deinem Fahrt, ey. Das Einzige, wo ich hohen Widerstand habe, ist irgendwie bei meinem Eisschaden. Eis, ja. 70% durch meine Schuhe. Ich muss warten. Ja, boah, ich dachte, wird. Da, jetzt spawnen sie, ist klar. Als jemals zuvor, ey. Ja. Ja, gut. Das ist nicht ungewöhnlich. Viele machen, ich weiß nicht, ob das bei anderen
Spielercharakteren. Da wird aber viele machen hier eine Ultimate, also bei Untoten jedenfalls. Untoten bis Lara jedenfalls. Oh Gott. Oh, das Ding ist kaputt. No, lass mich raus. Ich muss ja raus. Ich weiß nicht, wie ich da nicht gestorben bin. Ich war eingefroren, vergiftet und so. Ah, genau deswegen. Ja, da hat Eis. So. Ich habe gerade gesehen, meine Energie geht runter. Ich wollte den Tank nehmen. Wer ist er denn? Hier ist ein NPC. Was? Okay. Der kämpft gerade gegen das Ding. Ein Event oder so, oder nicht? Weiß ich nicht. Der kämpft gerade gegen das Ding, also kann ich dich wiederbeleben. Der war wieder blöd, ey. Boah, ich wollte gerade einen tanken. Ja, da waren wieder diese Eisdinger. So, ich muss mal einen Trank nehmen wieder hier. Menschen schlachten, Kampfglück, Präzision. Aua. So, Grausamkeit. So, ich habe nur 3 Tränke. Ich glaube, hier ist ein Event da. Ich höre Leute rufen. Okay, ja, hier war auch der NPC. Hey, ja. Das letzte Gefecht. Vielleicht ein bisschen aggressiv, nervig werden. Mal sehen. Ich glaube dafür, dass mindestens ein Abenteurer überlebt, dass die Meister. Also, ich bin kurz vorm Level ab. Ich hab gerade gelevelt. Gerade eins angesprochen. Ich muss hier weg. Nein, komm hier hin, das Wasser ist herrlich. Da geht bloß weg von mir mit deinen blöden Boxangriffen, nervt. Der überlebt hier voll noch keine Hilfe. Komm rein, das Wasser ist herrlich. Alter! Oh. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Natürlich noch einen Überblick irgendwie hast, irgendwie, was das für Gegner sind oder so. Ich bekomme da gar nicht mit. So, da ist dieser Gegner, der die ganze Zeit diesen Angriff macht. Ich bekomme da gar nicht mit, ey. Ja, ich meine, Daniel, so geht's mir mit dem Eis, ne? Wenn er auf einmal spawnt, dann kriegt er halt gar nicht mit, ey, wo ich woanders fokussiert bin, ey. So. Ich hab schon wieder hier, ich kann schon wieder hier so ein Brett platzieren, ne? Und ich gehe jetzt gerade mal auf dem Weg zu so einem Ding hin, das mir Widerstand gegen Gift macht. Und mehr Widerstand gegen Gift gibt. Einfach so mal, wenn ich da auch gecovert bin. Werde ich noch schaffen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, schaffe ich noch locker ein. Damit er dann letzte Brett sein, weil mehr kriege ich nicht mehr. Gar keine Brett dann, ja, okay. Ja, wir sind ein bisschen stärker geworden. Ich bin zwar immer noch empfindlich wie ein Stück Papier, aber ist okay. Ja. Ich muss warten. Ja, so. Blitz und Feuerwiderstand habe ich nur. Ich muss Gift auch mal auf den. Gift habe ich 44. Ja, ich 37. Und Schatten habe ich 69. Ja, da ist er noch. Ja, okay, ist ein Punkt ja, weniger Kälte, als das Kälte Maximum. Kälte ist am höchsten habe ich ist 70. Das ist das einzige, was grün bei mir ist. Ey. Ich habe da bei mir gemacht, so ich habe bei meinem Brett geguckt, ob ich von irgendwas hier Widerstände bekomme. Und als ich gesehen habe, weil da steht irgendwie, wenn du über die Widerstände gehst, wodurch, wie viel du aktuell hast. Ich habe zum Beispiel 124 Feuerwiderstand, aber das geht halt nur bis 70. Das heißt, ich kann es mir zum Beispiel leisten, irgendwie von einigen auf einem meiner Bretter irgendwie so ein Ding so wegzunehmen, das mir Feuerwiderstand gibt, weil ich dann halt nichts verliere, ne? Habe ich da so ein bisschen so umgekrempelt, so ich habe zum Beispiel mehrere Sachen, die mir Kältewiderstand geben, aber ich habe schon mehr als 70. Also ich
ich krieg wahrscheinlich irgendwie so über 100 Kältewiderstände durch die ganzen Bretter. Da habe ich mir gedacht, so kann ich ja einen rausnehmen, weil das bringt mir ja nichts. Also gut, sofort kriege ich zum Beispiel von meinen Brettern überhaupt nicht. Außerdem hast du dieses ich krieg soweit durch meine Bretter überhaupt nicht Widerstände oder so. Das ist ja eigentlich auch, ich krieg. Also bei mir hat fast jedes Brett irgendwie so mindestens ein so ein Ding, entweder Blitz, Feuer oder irgendwie sowas. Muss mal gucken. Oder du musst die Ausrüstung so ein bisschen anpassen. Ja, du hast ja diesen einen Ausrüstungsgegenstand, der all deinen Widerstand erhöht. Ja, das auch, genau. Stimmt. Davon kriege ich wahrscheinlich einige. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch so viel mehr, als ich eigentlich brauche. Ich glaube, der Brunnen ist eine Falle. Da wollen wir noch mal sehen. Nein. Okay. So. Nimm das, Eiersack. Da drehe ich mich rein. Boah. Da sind Gegner. Du ein. Autsch, ich hau dich nicht direkt. Der ist schon wieder ganz. So. Was? Also hier ist noch ein Boss, also. Aber nicht ein Boss, aber ein starker, Alter. Ich bin noch nicht bereit. Ich klopp mich mit dir. Ich klopp mich mit dir. Du machst mir nichts an Schaden. Okay. So. So, ein Ding habe ich schon auf Level 20. Von diesen Glyphen. Da werde ich ja sehen, ob das bis Level 21 geht. Geguckt, Level 21 oder so. Das soll ja Maximum sein, angeblich. Okay. Sind noch Gegner. Okay. Warum halten die so viel aus zum Teufel? Boah. Hey, noch ein Fahrrad rum. Ich bin ja wieder reingeschwungen, direkt wieder fast tot. Ich geh rein. Ja, diese Blitzdinger machen mir wirklich gar nicht gut. Leute, chillt mal. Fuck den her, ey. Komm hierher, du Schwein. Das ist ja noch ein ganzes Gebiet, aber nicht. Na, guck mal an, wo meine AP gerade sind. Guck mal, wo die jetzt runtergeht. Ich gehe ganz. Das ist. Der ignoriert mich vollkommen. Die ignorieren mich alle. Die gehen zu dir. Ja, ich bin halt attraktiver oder so. Du warst noch nicht mal in der Gegend. Die sind einfach mir vorbeigelaufen. Ja, da hinten rieche ich irgendwo ein. Den schnapp ich. Da ist er ja wieder. Nehmt euch den Kleinen vor. Die sind alle irgendwie für Crowd Control, eh. Ja. Das ist auch gut. Je mehr Gegner, desto besser irgendwie, ganz ehrlich. Strahlen meine Fähigkeiten irgendwie. Genau so muss das. So. Ja, dafür bin ich nicht gut, individuelle starke Gegner niederzumachen. Das geht. Hm. Ah, ich hab noch einen. Ich gehe mal zu den einen Zuckertypen. Wir haben noch so, oder nicht? Zu Ende des Parts, so 5 Minuten haben wir noch. Mal nochmal verdreschen den Typen. Alles klar. Geh schon mal rein. Hm, Level 96. Hm. Also ja, Level 58, ist auch machbar. Ja, habe ich das Gefühl, nur weil wir stärker geworden sind jetzt, ne? Weil wir... Ja, ja, deswegen. So funktionieren Rollenspiele. Ich glaube, ich wäre öfters gestorben, wenn ich das nicht gemacht hätte. Ich darf absteigen. Hm. Oh, wer ist er denn? Schon wieder so ein. Das heißt Boss hier in den Ladebildschirm, Mann. Wer seid denn ihr alle?
Ja, da hängt er selbst mal da an der Klippe. Kommt nicht an mich heran. Kann ich klettern. Staatseffekt benutzen. Nie direkt zu dir teleportiert, wenn du hier drin bist. Ich bin noch nicht immer am Eingang. Ja, ich stehe mal direkt vor dem Eingang hier. Vielleicht ist ich zu spät, zu früh irgendwie teleportiert. Bin noch nicht mal da. Da wurde was Legendäres gedroppt. Was Heiliges. Alles Sportkontrollfähigkeiten, ne? Die Leichenexplosion. Ist ja gut. In so ein Spiel ist das gut. Ja, aber dafür bin ich nicht gut gegen individuelle Gegner, die stark sind, ey. Wenn man viel zu wenig Schaden, ey. So. Macht doch Sinn, dass mein Charakter nicht so viel Schaden macht. Dann wäre der ein bisschen okay, weil ich habe ja noch meine ganzen Soldaten. Das ist halt Necromancer, ne? Ja, man, die Leute spielen ja auch ohne. Es gibt ja auch Bild ohne. Da ist der individuelle Charakter halt stärker. Ja. Aber ich kommandiere gern Armeen, ich mag das. Das mir gefällt näher an. Boah, schwer. Falsch. Oh nein, eine schreckliche Fledermaus. Na los, gib uns dein Loot. Gebt uns euer, gebt mir euer Geld. Gebt mir Michael Jackson. Was wollt ihr denn? Mauern. Ach Gott, ey. Ey, du hast mich von Anfang an belogen, du dreckige Typ. Er hat sich ja damals rausgefunden, ey, der Begriff dreckige Typ, wo kam das her, ey? Ja. Muss ich nachgucken, ey, damals, ey. Allererstes hier Celebration-Werbung, ey. Kennst ja Celebration, das ist ja dieser Mix von ganzen Mars und so weiter, nur so in klein halt, ne? Davon habe ich ehrlich gesagt welche von meiner Tante zu Geburtstag bekommen. Ja, ja. Die sitzen das direkt neben mir. Das ist von dem gewesen, ey, ganz ehrlich, seit dem selben Set. Die muss ich nur öffnen. Wir sind in so einer Osterpackung, so einer Hasenpackung. Das ist ein Osterspecial, glaube ich. Warte mal hier. Ich habe Beine gekriegt, einzigartige. Ich habe schon wieder Gors vernichtende Greifer, die ich schon ausgerüstet habe. Wow, ich habe dasselbe Ding, was ich jetzt anhab, nur. Nur stärker? Ja. Cool. Ich habe auch genau das gleiche bekommen, nur schwächer oder gleich stark. Jedenfalls.